Hallo meine lieben Backfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal Backen Sachen. Und heute zeige ich euch, wie man eine richtig leckere Donauwelle macht. So, wir haben einige Zutaten und ich zeige euch jetzt, was ihr für eine Donauwelle braucht. Für die Donauwelle benötigen wir 150 Gramm Zucker, 125 Milliliter Sonnenblumenöl, 250 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, 125 Milliliter Wasser, 2 Esslöffel Kakaopulver, 2 Esslöffel Milch und ein Glas Kirschen- oder Schattenmarolen. So, der erste Schritt ist, ihr müsst die 5 Eier, die wir haben, trennen und dann müsst ihr das Eiweiß mit 50 Gramm Zucker aufschlagen. So, unser Ei, klar, wurde jetzt steif geschlagen. Auf Übertest funktioniert. Das legen wir jetzt erstmal beiseite. Jetzt nehmen wir das Öl und den restlichen Zucker und schlagen auch dies mit dem Schneebesen einmal schaumig. So, jetzt wo unser Eigelb schaumig geschlagen wurde, geben wir jetzt noch 125 ml Wasser hinzu und noch unser Mehl und Backpulver. Und das Ganze rühren wir jetzt zu einem glatten Teig. So, hier ist unser fertig gekneteter Teig. Und jetzt werden wir das Ganze halbieren. Also habt eine Extraschüssel parat. Ich mache das Ganze Pi mal Auge. Ich kann das aber auch natürlich abwiegen, wenn ihr möchtet. Jetzt, wo ihr euren Teig halbiert habt, packt ihr in einen Teig 2 Esslöffel Milch hinzu. Und den Kakaopulver, denn das wird nämlich euer Schokoteig. So, jetzt habt ihr einen hellen und einen dunklen Boden. Jetzt nehmt euer geschlagenes Eiweiß und halbiert das auch nochmal und hebt das auch nochmal vorsichtig unter. Für unsere Donauwelle brauchen wir jetzt einfach ein Blech. Ihr könnt ein ganz normales Blech nehmen. Wenn ihr eine Backform habt, macht ihr das in Blechgröße und fettet die Form natürlich noch ein bisschen. Und jetzt gebt ihr euren hellen Teig in die Form rein. Hellen Teig haben wir jetzt in die Form gegeben und jetzt streichen wir das mit einer Winkelpalette einmal alles glatt. Unser heller Teig ist jetzt glatt. Und jetzt portionieren wir unseren dunklen Teig esslöffelweise einfach hier rein, wie ihr lustig seid. Die Kirschen, die ihr jetzt nun habt, gießt ihr einmal ab und dekoriert das Ganze einfach sorgfältig rauf. Aber bevor ihr das tut, heizt euren Ofen hoch und zwar auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder wenn ihr Umluft haben wollt, unbedingt auf 160 Grad. Die Kirschen wurden sorgfältig jetzt raufgelegt und jetzt backt ihr das Ganze für ca. 25 Minuten in eurem Ofen. Und wir sehen uns gleich. Nachdem unsere Donauwelle fertig gebacken ist, haben wir das Ganze nochmal auskühlen lassen. Und es ist ja auch so, dass die Donauwelle nicht nur aus einem Teigstück besteht, sondern auch aus einer Vanillecreme. Und die zeige ich euch jetzt. Ich habe die Creme schon fertig gemacht oder eher den Pudding schon fertig gekocht. Das sind 2 Packungen Vanillepuddingpulver und 1 Liter Milch. Und ihr könnt den Pudding dann so kochen, wie es auf der Anleitung hinten drauf steht. Um eine richtig leckere Vanillecreme zu zaubern, braucht ihr nicht nur Vanillepudding, sondern auch 200 Gramm Butter, die ihr jetzt erstmal schön cremig schlagen müsst. So sieht unsere cremig geschlagene Butter aus und die geben wir jetzt esslöffelweise in unser Vanillepudding hinzu und verrühren unsere cremig geschlagene Butter mit unserem Pudding. Unsere Vanillecreme ist nun endlich fertig. Jetzt verstreichen wir das Ganze auf unsere leckere Donauwelle. So. Die Vanillecreme ist nun verstrichen. Jetzt packen wir das Ganze wieder für ungefähr 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank. Ihr könnt es auch über Nacht machen. Deckt das Ganze ab, damit es keine Haut zieht. Das Gleiche, wir kümmern uns gleich noch um die Schokoglasur. Jetzt, wo eure Vanillecreme abgekühlt ist, braucht ihr nur noch 200 bis 300 Gramm Zartbitterschokolade, je nachdem, wie ihr Bock auf Zartbitterschokolade habt. Und noch am besten einen Teelöffel Kokosfett. Könnt ihr auch mit zugeben, damit die Schokolade später noch schön glänzt und geschmeidig ist. Müsst ihr euch nicht zwingend machen. Schmelzt sie im Wasserbad die Schokolade und wir sehen uns gleich beim Übergießen.
So, wir haben die Kuvertüre jetzt geschmolzen oder die Zartbitterschokolade. Und jetzt gießen wir das langsam über unsere Donauwelle. Jetzt, wo eure Schokolade ordentlich verstrichen ist und sie ein bisschen ausgekühlt ist, nehmt ihr aber hier eine Gabel und geht jetzt hier leicht über eure Schokolade und macht dann solche Wellenmuster. So, meine lieben Backfreunde, meine Donauwelle ist jetzt noch ein bisschen Kühlschrank, weil die Kuvertüre noch ein bisschen kalt sein muss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und viel Spaß beim Nachbacken. Euer freundlicher Bäcker aus der Nachbarschaft. Tschüss.